Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich gehe heute in Lübeck shoppen und ich brauche ein paar Sommerklamotten. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich dort ein bisschen was finde. So an neuen Anziehsachen, auch so an Bademode oder so. Und ja, ich werde euch jetzt hier nochmal ein schönes Bild von dem Sonnenuntergang am Samstag einblenden. Der war wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte da ja auch ein Bild auf Instagram gepostet. Da konnte man die Farben aber nicht richtig sehen und der Himmel war einfach mal neonpink. Das müsst ihr euch einfach ansehen. Darum hier jetzt einmal irgendwie hier so ein Bild davon. Und schreibt gerne unten in die Kommentare, wie schön ihr den Sonnenuntergang auf einer Skala von 1 bis 10 findet. Ich muss mich noch bei euch entschuldigen, dass die Kameraqualität heute leider nicht so gut sein wird, da ich mir die alte Kamera von meinem Bruder ausgeliehen habe. Da ich nicht mit einer Spiegelreflexkamera durch die Stadt rennen möchte, das sieht doch etwas zu dämlich aus. Es sieht ja so schon etwas dämlich aus, wenn ich mich mit der Kamera selbst filme. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in Lübeck angekommen bin. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Hier sind schöne Butterblumen. Okay, bis dann. So, wir sind jetzt gleich in Lübeck angekommen und ja, dann werde ich als erstes zu New York gehen und danach, glaube ich, zur Sportcarstadt und mal gucken, ob ich dort was finde. Ich habe schon richtig Angst, dass ich gleich total dämlich angeguckt werde, wenn ich hier mit der Kamera rumrenne. Ganz ehrlich, es sieht ja auch bescheuert aus. Also kann man sagen, was man will. Es sieht einfach total bescheuert aus. Aber nur für euch. Nur für euch werde ich das jetzt machen. Und ja, mal gucken, wie viele Leute mich anstarren werden. Ich glaube, es werden sehr, sehr viele sein. Jo. Ich werde gleich aus dem Auto steigen und dann geht's los. So, ich bin jetzt hier in Lübeck angekommen und es nieselt leider etwas. Ich hoffe, dass die Kamera nicht allzu nass wird und ich würde sagen, dann fange ich jetzt an mit meinem Shoppen. Tschüssi! So Leute, ich muss die Kamera jetzt leider einpacken. Es regnet leider zu sehr und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss! Katie? So Leute, hey Leute, wir sind gerade auf der Suche nach was Essbarem. Katie hat schon was gefunden und jetzt suchen wir uns eine Gelegenheit, wo wir uns hinsetzen können. Und jetzt muss ich die Kamera ausmachen, weil wir in einen Laden gehen und man da ja leider nicht filmen darf. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao! Wir sitzen jetzt im Einkaufszentrum und haben tatsächlich eine Bank gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich sitze auf einer Bank und tada, da Hallo. Ist Katie. Ja, genau. Und ich esse jetzt mein Bacon. Nein, warte mal. Ja, ich würde sagen, wir melden uns gleich zurück. Jetzt müssen wir gleich nochmal zu New York rein. Und okay. Mir ist gerade aufgefallen, dass das hier in Lübeck wohl nicht so gewöhnlich ist, mit einer Kamera vorm Gesicht rumzurennen. Also man wird schon ein bisschen schief angeguckt. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal schon mal so ein paar Klamotten zeigen. Nee, ich zeige euch die einfach später. Ich drehe nachher noch einen Haul und dann seht ihr die Klamotten, die ich geshoppt habe und ja. So Leute, jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben die Kamera auf die Bank gelegt und wir hocken jetzt gerade auf dem Boden und werden etwas schief angeguckt von allen Seiten. Es ist hier, wie gesagt, wohl nicht so ganz üblich, dass man sich hier vorne Kamera setzt im Einkaufszentrum. Und ja, wir wollen jetzt zu New Yorker gehen. Also ich zwinge Katie mal, weil ich noch ein paar Bikinis brauche und mal gucken, ob ich dort was Schönes finde. Leider darf man ja nicht im Laden filmen, also müsst ihr leider draußen bleiben. Aber wir melden uns gleich zurück, wenn wir fertig sind. Und ich werde euch noch einen Haul drehen, weil das ganze Video sonst zu kurz ist. Ja, wir werden bestimmt was Schönes für Fred finden. Yo! Ich werde gerade schon mal angeguckt. Okay, bis gleich. Tschüss.
Leute, ich war jetzt gerade bei New Yorker und ich habe meine Tüten voll. Also ich habe kaum noch Geld. War ordentlich shoppen. Ich glaube, ich bin jetzt fast komplett pleite, aber ich will jetzt trotzdem nochmal zu H&M und gucken, ob ich dort noch einen schönen Bikini finde. Und ja, wie gesagt, ich werde euch die Sachen alle noch zeigen, aber mal gucken, wie lange ich Katie noch foltern kann. Sie ist jetzt schon den ganzen Tag mit mir unterwegs und eigentlich wollten wir ein Eis essen gehen. Und ich renne nur von Laden zu Laden und quäle sie. Aber ja, mal gucken, wie lange sie das noch mitmacht. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi! Ach so, eins wollte ich noch sagen. In den Läden, wenn man in so einen Laden geht und eine bestimmte Sache sucht, dann findet man letztendlich immer viel mehr, als man eigentlich haben wollte und hat dann die Hände voll mit irgendwelchen Kram, die man eigentlich gar nicht braucht, aber den einfach wunderschön findet. Ich glaube, das kennen einige von euch da. Ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob es euch manchmal auch so geht oder ob ihr das gar nicht kennt. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss! Leute, ich habe mir jetzt noch ein Bikini-Oberteil gekauft und ich nerv Katie gerade zu Tode. Nein, Spaß. Sie musste schon ziemlich lange mit mir aushalten und ich hole mir jetzt doch noch die eine Hose, die ich in dem Laden haben wollte. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Die habe ich jetzt nicht genommen, weil ich dachte, ich habe sonst nicht genug Geld. Die hole ich mir jetzt doch noch und dann muss ich leider auch schon nach Hause. Wir waren gar nicht Eis essen. Yum, yum. Ja, es schmeckt richtig lecker, ne? Sag Eis. Und was noch? Und Marzipan aus Lübeck. Yeah! Ich mache keine Schleichwerbung. Doch, Schleichwerbung für Niederegger. Nein. Nein, aber es ist echt. Spaß, wir sind nicht bezahlt worden, aber es ist richtig geil. Ich habe hier auch mein Eis zwischen meine Beine geklemmt. Hier sind meine ganzen Shoppingtüten. Hier bin ich. Und wir haben jetzt den ganzen Tag fast komplett vershoppt, also ich bin mehr oder weniger schuld dran. Und ja, jetzt müssen wir auch schon nach Hause fahren und ich hatte gesagt, dass wir ein Eis essen gehen und das mussten wir jetzt auch in den letzten Minuten quasi noch machen. Und ja, so Leute, das war's jetzt schon. Ich muss jetzt nach Hause fahren, Katie muss auch zu ihrem Zug und ja, es war anders als erwartet. Ich habe gesagt, wir gehen Eis essen. Was machen wir? Wir gehen für mich shoppen. Also irgendwie wirkt das schon ein bisschen egoistisch von mir, aber sie hat sich nicht beschwert. Also, na, was sagst du dazu? Ja, ich verzeihe ihr. Habe ich doch gern gemacht. Wir finden schon noch einen anderen Tag. Dann machen wir dann was anderes. Ich dann essen wir noch mehr Eis. Komm mal nicht an mich ran, sonst klappt das so. Ich habe ihr gesagt, dass wir nächstes Mal, wenn wir uns treffen, alles das machen, was sie unbedingt machen möchte und dass ich dann zurückstecke und ich ihr dann jeden Wunsch erfülle, egal was sie will. Ich mache einfach alles, auch das, was ich doof finde, weil ich halt einfach so unnötig war. Ihr könnt euch ja mal meine Klamottenberge angucken. Hier, wie gesagt, ihr kriegt noch einen Haul. Also, der wird bestimmt echt lang werden, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ein sehr langer Haul, also es wird, glaube ich, sehr heftig. Eventuell hänge ich das hier noch ans Video mit dran, vielleicht mache ich auch noch ein extra Video. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Und ja, wir sehen uns bestimmt wieder, wenn Fred und ich uns wiedersehen. Also, tschüss! Tschüss! So Leute, ich bin jetzt fast zu Hause angekommen. Es war ein langer Tag. Ich freue mich irgendwie auch auf zu Hause, auf mein Bett. Und ja, es war ein sehr schöner Tag. Ich hatte sehr viel Spaß mit Katie. Und das sind alles meine Shoppingtüten. Ich werde euch noch einen Haul drehen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der noch in dieses Video mit reinkommt. Wohl eher nicht, weil ich ziemlich viele Sachen gekauft habe. Und ich glaube, ich mache da noch mal ein extra Video. Den Haul werde ich euch dann in der Infobox verlinken und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie euch diese Videoidee gefällt, ob ihr häufiger solche Vlogs sehen wollt oder ob die Kamera einfach zu schlecht ist und ich erst mit einer neuen Kamera sowas nochmal machen sollte. Und ja, schreibt es halt einfach gerne in die Kommentare. Ich bin immer offen für ein Feedback und für konstruktive Kritik und ich freue mich schon auf eure Meinung und ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.